Yeah. Ask me what it feel like, staring at the sky, so vanilla, telling Kurt Russell, homie, this ain't real life. I be making good on my promises, honesty is confidence, a lot of it is missing, but I realize I could be better than I was, lighter on my feet, cooking up the soul when we fire up the beat. Let the fire underneath me, higher when I speak, like I'm climbing up a steep tree, ooh, come and greet me. After the show, after the lights, after the shine, after the hoes, half of them yours, half of them mine, happen to find, they grill me, but I'm the chef you want. Once you get a little taste, I'ma buy the restaurant. Sitting at the top, sitting numb, upper echelon. Busy watching my life stop, I can get you one. Haters are always hanging around like a crucifix, but I've been on the chase, homie, I'm a fugitive. Nowadays, got it all figured out. I don't really gotta take so long. Gotta take so long. But I'm missing all the times in the past when I couldn't see your face at all. That's why the chase is on, chase is on, chase is on. Ja. Moin Leute, wir haben uns gerade noch ein bisschen was zum Frühstücken geholt und das wird jetzt erstmal gesnackt und dann schauen wir mal gleich in die U-Bahn rein. Prag hat nämlich die tiefsten U-Bahnen Europas und das Ganze wollen wir uns natürlich mal anschauen. Deswegen geht es jetzt mit der U-Bahn wahrscheinlich Richtung Prager Burg und wir schauen uns heute einfach mal ein bisschen um. Mal schauen, was hier so abgeht. Ja Leute, wir sind jetzt hier auf der Rolltreppe. Hört mich mal fest, das geht richtig krank schnell runter. Noch zu wissen für euch, die Rolltreppen in Prag laufen doppelt so schnell wie sonstige normale Rolltreppen, sind auch sehr viel steiler. Und ja, jetzt geht es hier erstmal ein gutes Stück runter und an manchen Stationen fährt man mehrere Minuten lang eine Rolltreppe einfach nur geradeaus runter, bis man unten ankommt. Mal schauen, wie lange wir bis zum Zug brauchen oder bis zur U-Bahn. Wir sind jetzt gerade zwei Stationen mit der U-Bahn gefahren und jetzt sind wir hier auf dieser geilen Brücke und man hat halt den Blick nach hier drüben. Jedenfalls hat man hier auch einen richtig geilen Blick oben auf die Prager Burg und das sieht auf jeden Fall schon von hier aus richtig geil aus. Und ich bin da mal gespannt, wie das dann Ganze ausschaut, wenn wir da oben auf der Burg sind. Und jetzt würde ich sagen, bekommt ihr eine kleine Timelapse. Wir gehen einfach mal nach da oben und schauen uns das Ganze an. Wir haben uns gerade hier eine super Spezialität in Prag geholt und zwar das Tredelnik. Und wenn man auch einfach hinter mich gerade guckt, da hat man eine super geile Aussicht. Wir sind gerade auf dem Weg hoch zur Prager Burg. Man sieht hier schon, die ganzen Leute stehen da hinten und gucken alle von da raus ins Tal. Das machen wir auch gleich. Aber wir gehen erstmal hier durch diese kleine Gasse nach oben, haben trotzdem die Stadt im Hintergrund und mal schauen, wie der Ausblick dann von da oben ist. Und man sieht auch ganz leicht da hinten so einen weißen, sehr modernen Turm. Da wollen wir dann auch noch hin und von dort aus soll die Aussicht super sein. Das ist der Prager Fernsehturm, auch ordentlich hoch und wenn der halt nicht zu ist, dann kann man von da oben mal die ganze Stadt beobachten. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch zur Burg. Ja, wir sind jetzt hier genau vor der Prager Burg und es sind noch 5 Minuten bis 13 Uhr und zur vollen Stunde wird dann hier die Wachablösung wieder durchgeführt. Das heißt, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Das ist nur die kleine Wachablösung. Die große findet um 12 Uhr statt, jetzt schon 15 Uhr gleich. Das heißt, ist jetzt schon etwas spät. Können wir uns dann mal anschauen, wenn wir vielleicht morgen oder übermorgen mal etwas früher aufstehen. Aber wir schauen uns auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen die Prager Burg an und genießen mal den Ausblick von hier oben auf die Stadt. Richtig geile Aussicht hier, schaut mal da raus, immer ein ganzer Prag im Hintergrund, das sieht so wild aus. Wir sind hier gerade auf dem Prager Aussichtsturm Petriov, ungefähr heißt der,
bin nicht so gut mit Tschechisch, wie man merkt. Naja, jedenfalls geht es hier ein gutes Stück hoch. Die erste Aussichtsplattform war auf 20 Meter. Die zweite, wo wir dann sind, ist auf 60 Meter. Eintritt kostet 150 Kronen. Ich schreibe euch mal unten drunter, was der Umrechnungskurs einfach ist, 1 Euro. Ich weiß gerade nicht, am besten alles über Visa zahlen in Prag im Urlaub oder sowas. Ich glaube, wir sind jetzt oben. Wir sind jetzt gerade auf der Karlsbrücke, waren jetzt eben noch lecker japanisch essen. Das war richtig gut, das für mich das erste Mal im Grunde eigentlich mit Stäbchen so aktiv essen. Aber es hat funktioniert, mit ein bisschen Übung kriegt man das auf jeden Fall hin. Und ja, jetzt sind wir auf der Karlsbrücke. Das ist der Ort, den man auf jeden Fall mal besuchen sollte, wenn man in Prag ist. Und wir haben uns gesagt, wir gehen dann heute Abend einfach nochmal hin und schauen uns einfach mal Prag bei Nacht an. Und hier hinter mir sieht man auch schon die Prager Altstadt, das ist super schön. Auf der anderen Seite die Prager Burg, wo wir vorhin ja schon waren, die sieht auch super gut aus. Und natürlich ganz da oben auf dem Berg der Turm, von dem wir diese super geile Aussicht hatten. Gehen noch ein bisschen über die Karlsbrücke, schauen uns jetzt noch ein bisschen Prag bei Nacht an. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon wieder zurück ins Hotel demnächst. Müssen wir schlafen. Und morgen erleben wir dann die nächsten Sachen. Also für euch nur ein kleiner Schnitt. Wir schauen uns jetzt Prag bei Nacht an. Guten Morgen, ja, vielleicht eher guten Mittag, ist ja jetzt schon 14.30 Uhr so um den Dreh. Wir sitzen gerade an der Moldau hier schön, genießen den Ausblick auf das Wasser und die Gebäude auf der anderen Seite. Da hinten sieht man auch ganz leicht den Turm auf dem Berg, da waren wir gestern. Und ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen gefrühstückt, hatte ein Schokobrötchen, jetzt gibt es gleich noch ein Croissant. Wir genießen hier, wie gesagt, an der Moldau einfach mal den Ausblick aufs Wasser. Mal schauen, was wir heute noch so erleben. Wir waren eben schon mal im Hard Rock Café. Ich habe mir ein neues T-Shirt geholt. Das mache ich ja in jedem Land, sage ich mal, wo, oder in jeder Stadt, wo es ein Hard Rock Café gibt. Gehe ich halt immer hin und hole mir ein neues Kleidungsteil. Hier war es jetzt ein T-Shirt. Und mal schauen, was wir heute noch so erleben. Wir wollen auf jeden Fall nochmal in das große Shopping Center gehen und uns da ein bisschen umschauen. Aber jetzt genießen wir erstmal ein bisschen weiter die Aussicht.